Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Lotus-Folge. Ihr seht schon, es ist passiert. Ein neues Update wurde jetzt am Wochenende draufgespielt und endlich die KI ist in Lotus angekommen. Ein neues Update, ja, was wir natürlich noch nicht in den ÖPNV-News mit drin hatten. Dort hatten wir scheinbar noch ein älteres Update drin. Jetzt muss es irgendwie gestern um 10, glaube ich, kam das ganze Update. Um 11 kam das gestern, und zwar die 1EA066. So nennt sich das ganze Update. Und die simple, nicht fahrplangebundene fahrende KI ist endlich da. Was die simple KI kann, ist zum Beispiel geradeaus fahren, anhalten, losfahren, abbiegen, einfädeln, ausfädeln, auf das Userfahrzeug, Bus oder Straßenbahn Rücksicht nehmen, die Kreuzung räumen, einfach Stau, auf Ampeln achten, rechts vor links und andere Vorfahrtsregeln, sowie funktionieren Blinker, Rücklichter und die Scheinwerfer funktionieren hier. Was die simple KI noch nicht kann, ist Spurwechsel, ungleichmäßige Geschwindigkeiten bei gleichem Tempolimit fahren, die Kreuzung räumen komplex, wir haben kein Überholen und im Multiplayer funktioniert das Ganze auch noch nicht. Sonst ist da noch ein bisschen was drin. Was noch nicht dabei ist, sind die fahrenden KI-Autos aus dem Hause Aurelus. Nehmt zunächst gerne die tolle Ente, die der Rolf euch allen aus seinem Addon zur Verfügung gestellt hat. Später gibt es dann definitiv noch modernere KI-Fahrzeuge. Zu dem, was bereits funktionieren soll, freuen wir uns über klare Fehlerberichte. Damit Sie uns unterstützen, brauchen wir ein Video vom Fehler oder ein Screenshot der verlegten Pfade auf der Map an der Stelle, möglichst aus derselben Perspektive. Weitere Patchnotes sind hier noch im Multiplayer noch neu dazugekommen, unter anderem ein Bug im Positionsalgorithmus behoben, damit sind die Probleme bei schlechter Internetverbindung behoben, das Laden und Entladen von Multiplayer-Mitspielern verbessert, die Ruckler, sobald ein Spieler sichtbar wird, passieren, aber weiterhin Verbesserung der Synchronisation wurde hier jetzt verbessert, es gibt weiterhin seltene Bugs bei Busspielern, reine KI-Fahrzeuge stehen nicht mehr in der Fahrzeugauswahlliste. Und die Benachrichtigung, wenn jemand dem Spiel beitritt, ist noch ungetestet und die Entry Points sind jetzt alphabetisch sortiert. Zudem, ja, gibt es eine neue Version der Diorama-Map, wie wir es ja gerade hier sehen. Die LCD-Matrix von Tene wurde geupdatet, von Streckenzubehör von Rolf wurde geupdatet und selbstverständlich wurde die FIS von Steven wieder geupdatet. Ja, das ist also, wie gesagt, das neue Update, welches jetzt hier noch jetzt drin ist in der 1EA066. Wundert mich, dass das wohl irgendwie ein bisschen untergegangen ist scheinbar. Wir werden jetzt mal so ein bisschen mal jetzt mit der Straßenbahn fahren, weil ich glaube, es gibt nichts Geileres, als wenn wir mit der Straßenbahn mal so ein bisschen hier rumcruisen und dazu uns mal die Fahrzeuge hier anschauen. Allerdings, ihr hört es, ist relativ tonlos. Also es gibt hier in den Fahrzeugen auch scheinbar noch keinen Sound. Oder, das ist wieder mal nicht eingestellt bei mir, das kann natürlich auch sein. Da hätte man vorher vielleicht mal so ein bisschen in die Dings reingucken sollen, in die Soundeinstellung. Aber ja, ich denke mal, das wird heute auch so gehen. Und ja, bestes Fahrzeug ist natürlich der GT6N. Heute mal ja natürlich die Modded-Variante, finde ich super nice. Und dem Tallinn Repaint, ja, da können wir jetzt gleich mal hier so ein bisschen, ja, uns das ganze Fahrzeug auch nochmal anschauen. Kennen wir natürlich hier. Hier unten sehen wir zum Beispiel auch, wie es hier unten schön dran steht. Ne? Tallinner Transport. Großartig. Das sieht schon echt edel aus. Finde ich toll. So, okay, aber wie gesagt, heute geht's ins. Jetzt war ich schon beim. KT gewesen wieder. Einmal umdrehen, bitte. So, und somit sind wir soweit startklar. Ich guck mal ganz kurz. Ja, 128 können wir jetzt einfach mal schildern. 128 00 01. Haben wir die Ringe hier. Wundervoll, passt. Und wir ziehen los. So, dementsprechend, ja, wird es jetzt natürlich ernst, was jetzt die Performance angeht. Oh, ich sehe gerade, dass ihr das Bild gar nicht so hundertprozentig seht. Warum auch immer. Müssen wir mal jetzt hier kurz mal ein bisschen rumschieben und rumdrucksen und so machen und so. Jetzt habt ihr auch das vollständige Bild dazu.
bildet sich schon so ein kleiner Stau hier. Ja, da sieht man, ne? Bremslichter funktionieren, Blinker funktioniert. Ui. Das wollte hier nicht so 100% bremsen. So, haben wir es ja wieder geschafft hier. Wundervoll. So, aber ihr seht, die Fahrzeuge fahren. Ich bin mal gespannt, wann es jetzt losgeht, wenn jetzt so die ersten Modkarten zum Beispiel dementsprechend jetzt ihr Update bekommen, dass jetzt zum Beispiel KI-Pfade jetzt gelegt werden können und so weiter. Ja, aber wie gesagt, auch das einzige Fahrzeug, was aktuell als KI-Fahrzeug soweit erstmal benutzt werden kann, von offizieller Seite her. Es kann natürlich sein, dass hier das ein oder andere Team sich da schon eigene Fahrzeuge gebastelt hat oder sowas, das ist natürlich gut möglich, ne? Und ob da irgendwas dann so in der Richtung kommt, das kann natürlich dann sein. Aber so auf offizieller Seite erstmal, wie gesagt, hat man hier gesagt, dass man auf jeden Fall dran ist, eigene Fahrzeuge natürlich nachzuliefern, moderne Fahrzeuge nachzuliefern, aber zum aktuellen Zeitpunkt sind es erstmal nur die Fahrzeuge hier, die kleine Ente. Und meine zur Anschauung, ne, ist ganz okay, ist ganz gut, finde ich brauchbar, ne, um einfach mal zu sehen, dass jetzt hier mittlerweile Leben auf den Karten herrscht hier. Ja. Performance-technisch muss ich sagen, gerade auf der Diorama ist jetzt natürlich jetzt kein Maßstab aller Dinge. Ja, Performance hat sich hier eigentlich nicht verändert. Mal gucken. Oh, schön auch, dass das eine Fahrzeug Licht anhat und das andere zum Beispiel nicht. Ja. Also da gibt es dann wahrscheinlich auch nochmal so eine kleine Sachen, ob es jetzt ein Fehler ist, ein Bug ist, keine Ahnung, aber könnte man auch so sehen, dass es jetzt halt individuell ist, ne? Dass der eine so fährt und der andere so fährt. Finde ich persönlich jetzt nicht verkehrt. Sonst wollen wir mal weiterfahren und lassen uns mal überraschen, wie die Ente hier sich noch so macht. Und das ist es eigentlich. Das ist das Hauptthema. Wir hatten, wie gesagt, heute in den News das Ganze noch drin gehabt und haben natürlich ein bisschen gesagt gehabt, keine KI, ne? Und scheinbar ist sie denn nun doch gekommen. Und das finde ich tatsächlich echt interessant. Kirschbaumallee. Ah, guck mal, das ist auf der falschen Route. Naja, Kirschbaumallee ist auf der anderen Seite nämlich. Da hätten wir die andere Richtung nehmen müssen, so Buchenstraße. Straßenbetriebshof. Dann machen wir einfach hier die 113. 113.1. Mal gucken, vielleicht funktioniert das. 113.01. Jetzt nämlich auch die Ring. Sperberstraße. Ja, das haut sogar hin. Sperberstraße. Wundervoll. Bin mal gespannt, ob wir die Fahrzeuge zum Beispiel auch im Spiegel schon sehen. Kurve. Ja, die sehen wir auch im Spiegel. Also wird dann halt dementsprechend auch angezeigt.
Fahrzeuge bleiben hinter dem Fahrzeug stehen, so wie es gerade ausschaut. Jetzt, Türen sind offen, Fahrzeuge bleiben direkt hinter der Straßenbahn stehen, lassen die Passagiere ein- und aussteigen, so wie sich das auch gehört. Ne? So, mal gucken, wenn wir jetzt die Türen zum Beispiel jetzt schließen, könnten die jetzt wieder an uns vorbeifahren. Schauen, ob sie das tun. Folgen uns die ganze Zeit scheinbar. Gucken, ob sie jetzt anfahren bis zur Ampel vor. Aber wenn nicht, okay, dann ist das halt so. Dann bleiben sie halt immer brav hinter dem Fahrzeug. Aber Unfälle sollten damit dann dementsprechend nicht passieren. Ach, guck mal, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Grüß dich, mein Freund. Lange haben wir auf dich gewartet. Hoppla. Bobsa. Tja, ja. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt jetzt. Dürfte hoffentlich das jetzt zumindest so das ein oder andere Fahrzeug-Update dann kommen. Ja, wo wir dann Karten nochmal besuchen werden, wenn KI mit verbaut ist. Und dann bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze nachher dann auswirkt auf die Performance. Ich habe jetzt schon mich daran gekümmert, dass mein System jetzt mal ein bisschen überholt wird. Mal gucken, ob das Ganze so klappt, wie ich es mir vorstelle. So. Soweit, so gut hier. Wir sehen es. Das funktioniert hier alles fabelhaft. Auch schnell ein Bild machen davon. Aber guck mal, hier fährt das Fahrzeug, wollte gerade sagen, hier fährt das Fahrzeug einfach durch. Ne? Aber bleibt dann auch an der ersten Tür stehen. Kirschbaumallee. So, und die Türen wieder öffnen. Fahrzeuge bleiben wieder hinten stehen. Also das funktioniert hier. Da gibt es jetzt nichts zu bemängeln. Finde ich ziemlich nice. Also die fahren ja auch ihre Pfade. Das müsste man sich mal im Editor angucken, wie das Ganze halt funktioniert mit dem Legen der Pfade. Dann wird es bestimmt wieder einen Lexikon-Eintrag geben. Also solltet ihr das gerade jetzt überlegen, das auf eurer Karte zu verbauen, dann müsst ihr mal im Lotus-Lexikon vorbeischauen. Ich denke mal, da gibt es dann halt auch dementsprechend wieder den Eintrag dazu. Buchholzstraße. So. Angefordert. So, fahrt bitte, fahrt. Radimsch. Also es ist deutlich mehr los. Ne? Also ich glaube, die Verkehrsdichte kann man dann bestimmt auch noch einstellen und alles sowas. Ne? Das ist dann halt auch alles wieder möglich. Aber man merkt jetzt halt, es ist Leben auf Karten jetzt. Das ganze sterile Nichts, das ist vorbei. Ich meine, gerade im Multiplayer hat es ja schon seine Früchte getragen, wenn man mal ehrlich nimmt, so, dass man zum Beispiel andere Spieler zum Beispiel auf der Karte sieht, das wirft nochmal ein anderes Licht, so einen anderen Blick nochmal so ein bisschen, dass da halt was passiert, so, jetzt durch die KI-Fahrzeuge, ja, wie gesagt, kehrt Leben auf den Karten endlich ein. Jetzt ist nur noch Zeit, dass dann hier zum Beispiel die ersten Passanten dann zum Beispiel zumindest hier rumlatschen oder sowas, aber ich denke mal,
Das ist noch Zukunftsmusik, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von. Jetzt lassen wir uns erstmal zumindest dieses schöne Update jetzt mit den KI-Fahrzeugen uns jetzt erstmal ein bisschen ja, inhalieren. Hoffen natürlich auf baldige Updates von verschiedenen Modkarten, dass da auch die Fahrzeuge zukünftig mit on board sind. Und ja, freue ich mich schon, wie die ersten Fahrzeuge zum Beispiel auch aussehen. Ja, die ersten Fahrzeuge in Richtung ja, KI. Lasst uns überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ihr könnt gerne in die Kommentare posten, wie ihr das Update fandet. Oder findet ihr es jetzt super, dass es jetzt endlich da ist? Oder was bedrückt euch? Dann ja, nutzt die Kommentarfunktion. Schreibt es einfach unten mit rein. Ich würde mich freuen und verabschiede mich jetzt. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und wir sehen uns dann zum nächsten Lotus-Video hier auf dem Kanal wieder. Ich verabschiede mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.